Wir finden uns hier zusammen zu Found in Translation. Was alle diese vier Personen auf der Bühne vereint, ist, sie sind ErfolgsautorInnen. Zoe Beck, Sophie Passmann, Tom Hillenbrand und Constanze Kurz. Und außerdem geht es heute um Riesling und was Policy und Politik von diesem Trio oder eigentlich vier Personen in Fanale lernen können über Thementransfer. Viel Spaß! Ich habe erstmal ein Mikro, ich glaube, ihr kriegt auch noch Mikros. Kann uns jemand sagen, wie viele Mikros wir insgesamt haben? Es gibt die beiden. Okay. Also vielen Dank für die Einleitung. Wir haben anders, als es im Programm steht, beschlossen, thematisch etwas variabel zu sein. Wir sind jetzt zwar auf der Das ist Netzpolitik-Konferenz, aber wir haben doch beschlossen, dass es mal Zeit ist, ein bisschen darüber zu reden, was wir in Deutschland gerade für verschiedene politische aktuelle Krisen haben, wie wir die bewerten, was eigentlich von Literaten und Künstlern, wie sie ja eben schon kurz vorgestellt worden, dazu beizutragen ist zur politischen Debatte und nicht so sehr uns daran zu halten, was im Programm dazu steht. Ich glaube, es gibt eine Menge zu besprechen, nicht unbedingt nur in puncto Netzpolitik, da gibt es vielleicht ein paar Anleihen, aber im Wesentlichen wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wo gerade die aktuelle politische Debatte ist. Wir haben schon im Vorgespräch ein paar Sachen angesprochen, die wir besprechen wollen, aber wir wollen auch mal ein bisschen gucken, wo der Weg hingeht. Wir haben eine sehr aktuelle Problematik, die Horst Seehofer heißt und im In- und Ausland derzeit mehr im Inland debattiert wird. Wir haben, glaube ich, eine veritable Parteiverdrossenheitskrise, über die wir gerne vielleicht ein bisschen reden wollen. Und natürlich am Rande auch über unseren noch Inlandsgeheimdienstchef Hans-Georg Maaßen und vielleicht auch ein bisschen über die politische Kommunikation. Da jetzt die Vorstellung nur so kurz war, wollen wir vielleicht noch eine ganz kleine Runde machen, falls nicht jeder von euch vertraut ist oder nicht Bücher gelesen hat von Zoe Beck, Sophie Passmann oder Tom Hillenbrand. Vielleicht wollen wir eine ganz kleine Runde machen, dass ihr noch mal was zu euch sagt, bevor wir in Diskussionen einsteigen. Und eine letzte Sache würde ich noch gerne ankündigen wollen. Es sind drei Literaten und die Buchmesse steht an. Wir wollen also auch ein bisschen über die Buchmesse reden und wie sich da wohl der politische Diskurs ereignen wird. Willst du mal anfangen, Zoe Beck, ein paar Sätze zu sagen? Vor allen Dingen vielleicht zur Buchmesse jetzt auch? Okay, also mein Name ist Zoe Beck. Das letzte Buch heißt Die Lieferantin, ist bei Suhrkamp erschienen, geht um den Sinn und Unsinn der aktuellen Drogenpolitik. Zum Thema Buchmesse, da haben wir vor einiger Zeit mit ein paar anderen unabhängigen Verlagen das Bündnis Verlage gegen Rechts gegründet und hatten da auf der Leipziger Buchmesse auch einige Veranstaltungen, ich glaube insgesamt 13 Panels zu sehr diversen Themen und auch eine schöne Eröffnungsdemo, die es sogar immerhin bis in die Tagesschau geschafft hat, da waren wir dann doch schon ein bisschen stolz drauf. Und daraus ergibt sich, ich bin bei Verlage gegen Rechts mit dabei, weil ich nämlich auch selber einen kleinen Verlag habe, mit Schwerpunkt auf junge internationale Literatur, der heißt Kulturbuchs. Ich bin Sophie Passmann, ich bin noch gar keine Erfolgsautorin. Aber bei der Leipziger Buchmesse, oder? Ich glaube, Sophie Passmann kennen die meisten, die bei Twitter unterwegs sind, vor allen Dingen durch ihre politische Kommentierung. Aber wir haben einen Ex-Journalist, nämlich Tom Hillenbrand. Genau, Ex-Journalist und jetzt eigentlich Fulltime-Buchautor. Mein letztes Buch heißt Hologrammatica und ist ein Sci-Fi-Roman, der im Jahr 2088 spielt und wo es um künstliche Intelligenz und sowas geht. Und auch bei Kiepenheuer und Witsch. Kollege! Ja! Ja, das ist ja ein bisschen so,
Ich glaube, die meisten erwarten das auch von Leuten, die sich literarisch äußern oder aber auch politisch aktuell kommentieren, zu der politischen Krise, in der wir gerade sind, irgendwie beizutragen. Und man merkt so eine gewisse Verdrossenheit, nicht nur gegenüber speziellen Politikern, die man vielleicht irgendwie unsympathisch findet oder deren Politik man nicht gutheißt, sondern glaube ich auch in der Art, wie wir kommunizieren, dass wir auch so ein bisschen, geht in so eine trampösere Zeit. Ja, die politische Kommunikation wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger und wir haben mit einem enormen Rechtsruck zu tun, der, glaube ich, nach Chemnitz jedem sehr deutlich geworden ist. Also sagen, wie würdet ihr denn ja, diesen aktuellen Zeitgeist bewerten und welche Rolle sollten überhaupt öffentliche Intellektuelle darin spielen, diesen mitzuformen? Okay, niemand. Ich nehme das als Zeichen auf. Es war ganz interessant zu sehen, wir haben uns ja mit ein paar Leuten schon vor also 2 Jahren mindestens zusammengetan, als das nicht mehr zu übersehen war, als der Stand von Kompakt auf der Leipziger Buchmesse immer riesiger wurde und die Leute arglos mit diesen riesigen Werbegeschenken von denen rumgelaufen sind. Dann haben wir dann schon mal angefangen mit Aufklärungsarbeit. Das haben die natürlich mitbekommen, haben dann natürlich Gegenaktionen gestartet und so schaukelte sich das ein bisschen hoch. Das Interessante war zu dem Zeitpunkt, dass viele andere Autorinnen und Autoren gesagt haben, ich schreibe nur Bücher, ich habe privat eine Meinung, aber ich muss die ja jetzt nicht so großartig kundtun. Was mich immer wahnsinnig geärgert hat, weil auch wenn man privat eine Meinung, das ist ja, also ich fände das gerade zu solchen Themen ja dann noch immer sehr wichtig. Und gerade wenn man das Glück hat, dass einem doch Leute zuhören, dass man sich dann doch vielleicht auch mal in so eine Richtung äußert. War jedenfalls immer mein Verständnis. Wie gesagt, sahen sehr viele anders und das hat sich interessanterweise, also ich dachte, es ändert sich in dem Moment, wo die AfD ins Parlament einrückt. Nein, hatte sich auch da nicht geändert. Auch da hatten wir dann mit Verlage gegen rechts immer noch Probleme, gerade bei den mittelständischen oder großen Verlagen, welche zu finden, die sich auch bei uns auf die Unterschriftenliste, wenigstens auf die Unterschriftenliste setzen lassen, weil die gesagt haben, nein, nein, wir wollen politisch hier gar nichts kommentieren, wir halten uns da ganz raus. Ja klar, weil wenn man bestimmte Bücher im Programm hat, die dann vielleicht auch in so eine Richtung gehen, weil man einfach Geld verdienen will, kann man sich ja... Wir können ruhig mal das Wort Sarrazin sagen. Ach ja, nicht nur. Ich finde, wir haben das Wort Sarrazin viel zu oft dieses Jahr gesagt. Ja eben, also das kann man ja... Es gibt ja noch andere Bücher in der Richtung und... Genau, aber natürlich aus kommerziellen Gründen haben sich, ich behaupte, aus kommerziellen Gründen haben sich natürlich dann viele Verlage eben nicht eindeutig äußern wollen. Und jetzt, erst mit Chemnitz, habe ich gemerkt, dass es ruckartig etwas mehr geworden sind. Also, und wenn ich es nur daran merke, dass mich Kolleginnen und Kollegen ansprechen und sagen, ich hätte noch gern ein paar von deinen Verlage gegen Rechts-Buttons oder sowas. Aber nein, vor allen Dingen, dass ihr auch auf Facebook, Twitter und so weiter sich in endlich mal äußern, natürlich dann immer mit einleitenden Worten wie eigentlich möchte ich mich ja nicht politisch einmischen, aber, und das finde ich, wie gesagt, das finde ich halt sehr schade, weil wir haben ja unseren Beruf, wir haben dadurch dann auch irgendwie ein gewisses Publikum und wenn es wirklich um etwas so Großes geht wie, ich behaupte jetzt mal unsere demokratische Zukunft in diesem Land, warum sollen wir uns da bitte schön nicht äußern? Also das geht uns nun wirklich alle an. Ja, gut, aber ihr drei gehört ja jetzt nun nicht zu der Spezies, ich halte den Mund, sondern ihr seid ja gerade, ihr fallt ja gerade, es gibt eine ganze Menge, aber ihr fallt auf jeden Fall dadurch auf, dass ihr euch explizit und auch relativ laut äußert, richtig? Ja, ich möchte da vielleicht sogar ein bisschen härter ins Gericht gehen mit vielen Leuten, die sich nicht äußern. Ich glaube nämlich nicht, dass sie sich nicht äußern, weil sie verstecken sich ein bisschen hinter ihrer Künstlerpose, weil sie sagen, ich mache, die Musik ist meine Sprache, so Helene Fischer mäßig. Aber ich glaube einfach, ganz viele schweigen, weil sie insgeheim ganz tief in sich drin irgendwo in der Magengrube gar nichts anderes spüren als so silent Zustimmung. Weil wenn, also Künstler und Künstlerinnen, also nicht im Sinne von, ich finde das endlich toll, dass Leute gejagt werden, aber wenn man merkt, wir wohnen in einem Land, in dem es Menschen gibt, die nicht mehr sicher sind, weil sie rassifiziert werden und dann immer noch die Arroganz zu besitzen, zu sagen, ich mache nur Kunst, ich bin Literatin, das kann ich mir nicht anders erklären, als entweder wirklich mit einer Dummheit, die sich eigentlich mit Kunst machen, glaube ich, ausschließt oder eben so ganz tief in sich drin diese Idee, die da gerade als Narrativ verkauft wird, nicht so schockierend zu finden. Was für andere Möglichkeiten gibt es denn? Also ich
Und ich glaube, man kann auch immer noch Hans-Georg Maaßen glauben, dass es mit den Hetzjagden vielleicht ganz anders war. Und ich würde auch zum Beispiel, ich habe eher die Erklärung, dass ich glaube, dass Verlage, das ist total schockierend, dass es Verlage gibt, die gegen so eigentlich, hatte ich gehofft, eine Binse wie wir sind gegen rechts, sagen, da machen wir nicht mit. Ich glaube nicht, dass es aus rein irgendwie verlagswirtschaftlichen Gründen ist, sondern teilweise, dass auch da in den Institutionen an der Spitze Menschen sitzen, die sagen, jetzt mal pauschal gegen rechts, kann man ja auch nicht sagen. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem. Man kann da vielleicht die Grundgesamtheit nicht überstülpen mit einer gesammelten Erklärung, aber ich glaube schon, dass man da mit denen nicht hart genug ins Gericht geht, wenn man sagt, dass es entweder monetär oder aus so einer Künstler-Künstlerinnen-Haltung heraus. Naja, ist dann aber, ist denn jetzt irgendwie dieser, doch ziemlich, also zumindest die Bilder aus Chemnitz waren ja sehr beeindruckend, gruselig auch. Ist denn jetzt eine Form von Wendepunkt oder nicht? Ja, also ich glaube schon, dass das zumindest nochmal, also eine andere Qualität ist es ja auf jeden Fall. Also wir reden jetzt auch, wenn wir zum Beispiel bei der Buchmesse im letzten Jahr, gut, also irgendwem ist auch mal an die Jacke oder ans T-Shirt gegriffen worden oder ist ein bisschen geschubst worden, aber im Prinzip bezog sich die Erregung ja da vor allem darauf, sollten diese Leute da so eine große Bühne haben und hat die Buchmesse das richtig gespielt, aber hier reden wir jetzt wirklich von Hetzjagden, also ich finde, das sind schon, kann man verwenden den Begriff, von wirklich Übergriffen auf der Straße und ich glaube schon, dass es vielen Leuten ins Mark gefahren ist. Aber ich glaube, also ein Teil des vielleicht nicht zu starken Schweigens, also bei ich kann es jetzt nur, ich weiß nicht, wie es bei anderen Künstlern ist, also ich weiß nur, dass viele Schriftsteller oder Autoren, die ich kenne, die sind einfach sehr, sehr scheue Rehe. Ja? Also das ist vielleicht nicht so eine, also das ist jetzt nicht, Helene Fischer ist ja übrigens ein schlechtes Beispiel, ja. Weil die sich eindeutig positioniert hat, aber das ist jetzt nicht so, also nicht eigentlich nicht so dieses, ich spreche nur durch meine Musik, sondern also jetzt nicht in so einer offensiven Weise, sondern eher, ich will hier nur sitzen, entrückt von der Welt und an meinem Buch brockeln. Und will, dass die Welt mich in Ruhe lässt. Und daraus resultiert natürlich dann auch, dass man die Klappe hält. Ja? Vielleicht es besser wäre, mal was zu sagen. Sie hat eben beschrieben, dass es irgendwie nach Chemnitz so eine Welle gab und sie wurde mehr angesprochen. Und offenbar gibt es Leute, die ja jetzt sagen, okay, jetzt muss ich mich vielleicht doch mal langsam positionieren oder wird Zeit, dass ich überhaupt mal was sage. Also würdest du das denn als eine Art Wendepunkt sehen oder ist das übertrieben? Ich meine, es gibt ja einen ganz klaren Backlash, den man sehr deutlich sieht in der Reaktion, wie der Ministerpräsident von Sachsen geredet hat in seiner Regierungserklärung. Das ist ja eine Form von Positionierung, wie die Affäre um Seehofer und Maaßen eben sich gestaltet hat, wie sie gelaufen ist. Dass er nach oben gelobt wurde, dass er immer noch Inlandsgeheimdienstchef ist, obwohl er mehrere Vertreter hat, aber er bleibt da und so. Also vielleicht reden wir uns das vielleicht auch nur ein? Naja, Wendepunkte, ich glaube, die kann man dann immer erst so mit einem gewissen zeitlichen Abstand dann noch mal ein bisschen besser beurteilen. Also ich habe natürlich die Hoffnung, dass sich jetzt auch mehr tut und da geht natürlich meine Fantasie auch ein bisschen mit mir durch, aber ich habe auch die Hoffnung, dass irgendwo noch ein großer Masterplan ist, der beinhaltet, dass in wenigen Wochen Seehofer und Maaßen beide Geschichten sind. Irgendwas, nachher mal Umfrage machen. Irgendwas wird denkt. Passieren. Irgendwas wird passieren. Und wenn ich es herbeibeschwören muss, keine Ahnung, Voodoo-Puppen oder so. Ich glaube, man muss, also pessimistisch muss man allerdings auch sagen, es gibt ein, also meine persönliche Erfahrung, es gibt ein unglaubliches Potenzial, also beim 0815-Bürgertum Dinge zu verleugnen. Also ich komme aus einer Gemeinde bei Hamburg, die niemand kennt, aber die berühmt war in den 80er Jahren, war dort die Bundesgeschäftsstelle der FAP war, Freiheitliche Arbeiterpartei. Also das war die in den 80er Jahren die nicht große, aber die richtige Nazi-Partei. Ja? Und da konnte es einem passieren, dass wenn man Zigaretten holen gegangen ist am Kiosk, dass die gerade Parteiversammlungen hatten und vor einem stand einer in der kompletten SA-Uniform. Ja? Und da würde man jetzt sagen, also wenn Leute in SA-Uniformen durch die Gemeinde marschieren müssen, muss doch allen klar sein, dass das
was hier abgeht. Aber auch da war es so, sagen wir, ja gut, es sind hier irgendwie, wahrscheinlich irgendwie rivalisierenden Jugendbanden oder so. Also dieses sich schön zu reden, das können Leute ja ganz gut. Und es, also meine Befürchtung ist, dass obwohl das jetzt von den Bildern sehr drastisch war, also ich glaube, dass es bei einem kleinen und also Verlagschefs sind ja meistens zumindest relativ intelligente Leute. Und da ist vielleicht dann mehr Reflexionsprozess, aber bei vielen Leuten glaube ich es auch, die sagen, ja, nee, es ist, also wie gesagt, eben diese Maßennummer ist aufgebauscht, ne? Ich finde das Narrativ einer Welle genauso selbstgefällig wie das würde sich in die Selbstgefälligkeit des Narrativs, würde ich sagen, seit vielen Jahrzehnten einreihen. Also dieses, ich glaube nicht, dass man sich selber auf die, es hat ja so ein bisschen ein, jetzt kommt bei uns was in Gange, weil wir gemerkt haben, ach so, da sterben Menschen, weil sie anders aussehen als der, weiß ich nicht, als irgendeine Idee vom Deutschsein, die uns von irgendwelchen Thea Dorns in den Kopf geprügelt wird. Und dann kommen wir jetzt auf einmal an den Punkt, dass wir sagen, okay, wir besuchen ein Konzert von Materia. Also ich glaube, man darf da auch nicht zu selbstgefällig sein in seinem, das ist jetzt endlich der große Protest. Es gibt die zivilgesellschaftlichen Initiativen, sowas wie Verlage gegen Rechts, die aber davor schon genauso viel Werf hatten und genauso viel Initiative gezeigt haben, nur jetzt halt mal ein bisschen fruchtbareren Boden vorfinden. Aber ich finde, eine Welle, das wird mir alles schon wieder ein bisschen zu so sich selbst auf die Schulter klopfend. Ja, es wäre ja schön, wenn jetzt wirklich mal mehr Leute aufwachen. Also wie gesagt, ich habe jetzt das Gefühl, es sind jetzt ein paar mehr geworden. Wie lange die das durchhalten oder wann die sich dann wieder schlafen legen oder aufs Sofa legen, das weiß ich natürlich nicht. Und gleichzeitig hat es ja auch dazu geführt, ich meine, die Umfragen haben wir ja alle heute im Radio oder war es gestern? Haben wir sie alle gesehen oder sollten wir sie vielleicht mal sagen? Die AfD ist zweitstärkste Partei laut Umfragen. Wir Deutschen können es immer noch. Naja, nun muss ich immer mal. Ganz ehrlich, so, das ist doch, also wir können doch nicht darüber sprechen, dass es jetzt seit Chemnitz, wo Leute getötet wurden, weil sie nicht deutsch aussehen, dass wir da endlich von links die ganz große Welle und endlich haben. Also ich finde, das ist so eine Bewegung gerade, dass es manchmal so ein bisschen so einen Schulterschluss seitdem gibt, dass man sich gerne einredet, dass man in irgendeiner Weise was geschafft hätte. Und wenn man sich dann einmal die Hochrechnung anschaut oder die Prognosen, dann merkt man, nee, es ist das Gegenteil davon. Da wurden Leute getötet und die AfD wird damit belohnt, dass sie zweitstärkste Kraft ist. Es gibt aber schon, also ich glaube schon, dass es eine, ich weiß nicht, ob es eine Welle gibt, aber eine Mobilisierung gibt es schon. Also ich hatte jetzt auch, jetzt war irgendwie Frau, bei uns hingen überall Plakate in München, Storch spricht. Ja. Und da war Trixi von Storch auf dem Marienplatz und da gibt es ein sehr schönes Foto, da steht die da mit ihren 150 Hanseln und drumherum stehen halt 4000 Leute. Ja? Also das, ich glaube schon, dass das, also das auf jeden Fall müsste das der Moment sein, wo denen viel mehr klar gemacht wird, wir überlassen euch den öffentlichen Raum nicht und alles, was ihr im öffentlichen Raum tut, wird anstrengend. Ja? Das müsste eigentlich so sein. Lass uns doch mal ein bisschen über die SPD reden. Sehr gerne. Naja. Ich hab schlechte Laune jetzt gerade gehabt. Ja, nein, also, über wen? Naja, eben. Aufstieg und Untergang also, von Parteien. Ne? Ich meine, da hat sich ja was verschoben. Ja? Es ist ja nicht nur, dass wir, wie wir eben erwähnt haben, heute diese neuen Umfragen gesehen haben, sondern also jetzt in dieser Bewertung dieses Menschen- ja, oder dieses Hase-Videos, da haben wir gesehen, dass die SPD wieder sehr viel abgekriegt hat für dieser ganzen Krise. Sie ist aber vor allen Dingen keine klassische Partei mehr, die sich gegen rechte Gedankengut stark macht. Das ist eine Schwäche aus meiner Sicht der sozialdemokratischen Partei. Aber also ändert sich da was dran? Mir ist in den letzten paar Tagen schon aufgefallen, dass sich prominente SPDler jetzt ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen mutiger positionieren und überhaupt mal positionieren. Aber wo gehen wir denn dahin? Das ganze Parteiensystem hat sich ja letztlich verschoben. Welche prominenten SPDler haben sich positioniert gegen rechts? Martin also, Schulz. Der hat sich aber schon, der hat sich tatsächlich sehr lange und sehr klar, auch aus so einem historischen Gewissen heraus, schon immer sehr stark gegen rechts positioniert. Sollte vielleicht Kanzlerkandidat werden, da war eine beeindruckende kurze Rede, die er da gehalten hat. Ist es nicht, ich finde schon, dass das eine legitime Frage ist, ob es auch eine Schwäche der Sozialdemokraten ist. Absolut. Also ich, das ist eine Schwäche der Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, das kann man auch nicht anders sagen. Und ich finde, das ist halt so ihre Kernkompetenz. Und ich hatte, was mich in die Arme der SPD getrieben hat, irgendwann als Studentin, war so eine Art, ich wollte so eine Art Urvertrauen haben, dass egal welche Eilmeldung auf mein Handy kommt, so innenpolitisch,
dass ich weiß, gut, dass wir die SPD haben. Und zwar ohne irgendwie Sozialdemokratie-Kitsch, sondern ich wollte eine Partei wählen, die genau in ihrem Kern... Wann war das denn? Zu welchem Zeitpunkt war das so? Ich kann mich nicht erinnern. 5 Jahren oder so. Oh, okay. Also natürlich war sie schon... Nein, ich habe... Also die große, natürlich war sie damals schon Establishment, genauso wie sie vor 15 Jahren schon Establishment war. Also ich glaube, seit Schröder haben wir da jetzt keine Steinewerfer mehr im Parteivorstand. Aber sie war zumindest, finde ich, eine Partei, die zumindest immer noch mit, ich glaube, 91% die Partei war, wo sich der größte Teil der Basis ausgesprochen hat gegen rechts, beziehungsweise gesagt hat, rechts ist eine Bedrohung für unsere Institutionen und Eliten. Und das war immer so mein Vertrauen und dieses Vertrauen schwindet gerade. Ich habe das Gefühl, der SPD geht gerade ein Markenkern, nicht eine Kernkompetenz, aber ein Markenkern verschwunden, wenn ich mich nicht mal mehr auf die verlassen kann, dass sie sagen, nee, Nazis im Innenministerium finde ich Mittel. Also mehr erwartet man ja mittlerweile gar nicht mehr. Es wäre ja einfach nur mal zumindest kritisieren, dass Gott, unsere Ansprüche sind so gesunken. Da könnte man natürlich, glaube ich, eine Menge sagen für die ganze Zeit, seit was man heute Flüchtlingskrise nennt. Aber wir haben ja auch noch einen Ex-FDPler hier auf dem Panel. Ja, mehr haben wir auch. Ja. Was ist denn überhaupt mit den Liberalen? Ja. Und seit wann hast du arme Menschen? Ich bin Protestant und weiß, dass das alles selbstverschuldet ist. Ich war in Hamburg groß geworden. Ja. Ja, bei uns spricht man nicht über Geld, ne? Das hat man. Also nein, im Ernst, ich bin schon lange, also ich glaube, ich bin irgendwann ich war, glaube ich, 10 Jahre FDP-Mitglied. Ja, ich bin ja schon alt, ne? Das ändert nichts an der Länge der FDP-Mitgliedschaft. Ich kenne Leute, die sind 80 und waren nie in der FDP. Und ja, aber also wenn du deine SPD-Romantik kann ich auch nicht verstehen, aber vor 5 Jahren die SPD irgendwie noch geil war, die war vielleicht mal vor 30 Jahren geil. Ja, ich bin aber, 24, so ja. Gut genommen, was ich kriegen konnte. Ja gut, aber... Rainer Brüderle war jetzt nicht der Mann, dem ich unbedingt meine Stimme geben wollte. Ja, genau, das ist das Problem. Es gab eben, das ist ja auch bei der FDP die Verschiebung, es gab halt mal eine Leuthäuser-Schnarrenberger... Burkhard Hirsch. Die ist noch da. Also irgendwo verschüttet ist die noch da, die gesagt hat, unsere Prioritäten sind Bürgerrechte, Rechtsstaat und dann auch noch so ein bisschen freie Marktwirtschaft. Und dann kam aber irgendwann das Guido Mobil und hat alles überrollt. Das war dann der Punkt, wo ich irgendwann, wo ich dann ausgestiegen bin. Ne? Bin mir doch irgendwie jetzt manchmal sehr unsicher ich finde, dass man bei dem Lindner merkt man auch ganz klar in dieser ganzen Migrationsfrage, dass er nicht so genau weiß, was seine Position ist. Also der will gleichzeitig, also sagt er ja, und also die Grenzen müssen also auch offen bleiben und das gehört zu Europa. Und gleichzeitig hat er aber auch jetzt immer so Töne reingebracht, wo er sagt, wir müssen jetzt viel härter ausweisen und so weiter. Also er versucht irgendwie, das ist eigentlich sozusagen, glaube ich, gar nicht, das ist wahrscheinlich gar nicht seine richtige Haltung, sondern das ist wieder pures Kalkül zu sagen, kann ich damit vielleicht noch 2% bei der AfD abfischen? Nö, wahrscheinlich in dem Fall keine. Ich glaube schon, dass der ab und zu eine Haltung hat, aber in dem Fall ist die Haltung einfach, ich könnte mit dieser Position vielleicht was von der AfD abfischen und ein paar Unzufriedene von der CDU. Das versucht er zu machen, aber die Stimmen kriegen immer die Grünen. Ja, Zoe, da hast du jetzt ja leider, tut mir ja auch leid, aber einer muss was sagen zu den Grünen. Also ich meine, das fällt dir jetzt natürlich irgendwie zu. Die Christian Lindner zu ihrem Ehrenvorsitzenden machen sollten. Das ist doch das Angenehmste, jetzt gerade über die Grünen zu sprechen. Also das ist doch ein Traum, was die gerade, die SPD blutet aus, Robert Habeck muss nur irgendwas von positivem Heimatsbegriff reden und alle rasten aus vor Freude. Ist doch ein Traum für die gerade. Ja, eigentlich, wenn man auf die Geschichte guckt. Ich sage euch, was mein Problem ist. Dass ich nämlich, das sieht alles gerade sehr gut aus. Und trotzdem habe ich unfassbar schockierende Erfahrungen mit einigen Regional- und Landespolitikern, ich werde jetzt keine Namen nennen, die ich auf anderen Wegen kenne, bei den Grünen sind. Und die hatten mir ernsthaft vor noch gar nicht langer Zeit dann erzählt, ja, man müsse schließlich auch mal so wie der, wie heißt Palmer? Genau. Boris Palmer, ja, genau. Wir erinnern uns, er hatte die Bildschlagzeile neulich, ne?
der ist ja nun mal auch da bei dieser Partei, ne? Und dass sie dann meinen, ja, also man muss sich auch durchaus mal kritisch jetzt zu diesen ganzen Fragen äußern, weil wir haben gerade mit unseren Bürgerinnen und Bürgern gesprochen und die haben halt nun mal auch Angst. Und das waren da so Gespräche, wo ich dann da stand und sage, in welcher Partei bist du noch mal? Und drei Sätze später habe ich noch mal nachgefragt, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Also da sieht man, was sie, also zum Glück ist das jetzt nicht irgendwie staatsweit dann auch gedrungen, aber da sieht man einfach, was die AfD angerichtet hat und wem die dann wirklich alles das, die Ideale und die Grundsicherheiten dann weggerissen hat. Weil dann sogar Leute, die seit 50 Jahren oder, naja, natürlich nicht 50 Jahren, aber ihr wisst, was ich meine, die schon immer bei den Grünen sind, aus Überzeugung, dass die plötzlich sagen, oh, jetzt ist der Punkt, wo ich mich auch als Politikerin korrumpieren lasse. Also das haben die angerichtet. Und das finde ich. Ich halte das für eine Opfer-Täter-Umkehrung, zu sagen, dass die AfD das angerichtet hat. Tatsächlich. Nein, wirklich, weil ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und ich finde, den könnte auch gerade mal, ich sage gerne jetzt pauschal, die linken Parteien, also die Linke, die Grüne und die SPD, sich fragen, warum mittlerweile jede von diesen Parteien von irgendeinem Patriotismus, Nationalismus, positivem Heimatsbegriff redet. Und es ist nicht die AfD, die uns gezwungen hat, uns als linke Parteien gezwungen hat, irgendwie, danke, eine Person, die uns gezwungen hat, auf einmal von Heimat zu sprechen. Wir sollten uns vielleicht fragen, ob dieses Narrativ, das die AfD gerade anwendet, in einer leichten, vielleicht intellektualisierten Form oder einer durchakademisierten Version doch irgendwo tief in uns drin ist. Weil Leute, die, ich glaube nämlich, das ist eigentlich immanent in der Definition, also es gehört zu der Definition von einer Grundüberzeugung, dass man sich von dieser Grundüberzeugung nicht abbringen lässt. Grundüberzeugungen herrschen, dass man, egal wie oft in irgendeiner Zeitung von einer Welle und einer Flut und von irgendwelchen Bedrohungen gesprochen wird, dass man diese Grundüberzeugungen deswegen über Bord wirft, weil dann waren es keine Grundüberzeugungen, sondern einfach zusammengebaute Weltbilder, wo man hofft, dass sie bei den Genossen und Genossinnen gut ankommen. Aber dann sehe ich jetzt richtig schwarz. Also wenn es ich sehe nicht schwarz, ich sehe nur, es gibt ja eine Methode, da rauszukommen, nämlich einfach mal ehrlich zu sich zu sein und auch innerhalb der Linken ehrlich zueinander zu sein und genau da, wo es weh tut, nämlich sich zu hinterfragen, warum geilen sich alle Eliten, alle Medien, alle Institutionen gerade an diesem Heimatbedrohung alles auf? Warum kommt man in keiner Talkshow drum? Warum macht jede Zeitung und egal von links bis rechts, warum geilen sich alle an diesem Narrativ auf? Es ist zumindest mal eine naheliegende These zu diskutieren, dass dieses Narrativ doch emotional auch bei den Linken immer noch mehr anstößt, als wir uns zugeben wollen. Ich denke, da ist natürlich was Wahres dran. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen gesprochen über Essay von Nils Minkmar, der gerade darauf hinwies, dass wir hier in Deutschland ein paar andere Probleme haben, außer die sogenannte Flüchtlingskrise und die auch benannte, leider, also ist, glaube ich, auch nicht nur Nils Minkmar, der darüber geschrieben hat, aber das natürlich eigentlich essentielle Probleme, über die wir reden müssten, die auch Teil von politischen Debatte sein sollten, überhaupt nicht, letztlich nicht stattfinden, sondern überwölbt sind von diesem übermächtigen Thema. Du hast es jetzt ein bisschen Heimat genannt, aber das finde ich ja fast ein bisschen beschönigend. Aber ja, weil die Linken es ja auch beschönigen. Robert Habeck sagt ja nicht, ich hätte gern geilen, positiven Patriotismus, damit wir uns endlich wieder schwarz-rot-gold ins Gesicht schmieren können, wenn der Kanacke in der Nationalhymne singt. Der sagt ja Heimat. So, und weil er nämlich möchte, dass das Image von der Heimat als der Ort, wo man groß geworden ist, wieder ein positives Image bekommt. Und ich glaube, da fängt das Problem an. Ja, naja, ich würde mich dem nicht unbedingt anschließen. Das ist irgendwie unangenehm, ja. 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 Na, ich finde es nicht nur, also was heißt unangenehm, ich finde es, ich komme nicht auch nicht ganz dahinter, was du sagen willst. Also ich finde diesen Heimatbegriff auch total problematisch, aber ich glaube nicht, dass der gerade unser Kernproblem ist, sondern das Kernproblem ist ja eher, dass in diesem Lande irgendwie seltsamerweise an allen Fakten vorbei eine Wahrnehmung vorherrscht, dass erstens wahnsinnig viele Leute gerade ins Land kommen, tun sie nicht. Zweitens, dass die gekommen sind, brennend und mordend durch die Straßen laufen, tun sie nicht. Vielmehr sind die meisten schon sehr gut integriert und viele schon in Arbeit und Brot, die in den letzten Jahren gekommen sind. Und das hat
was zu tun. Ich weiß gar nicht, ob es der Heimatbegriff ist. Ich glaube gar nicht, dass der Heimatbegriff ist. Es ist natürlich einfach vielleicht einfach eher so ein Steinzeit-Menschenreflex, dass die Leute sagen, wir waren hier und euch kennen wir noch nicht. Und genau. Ja, so. Und ich glaube, das ist ganz eng verbunden mit, ob wir das Heimat nennen oder Patriotismus oder wie auch immer. Also ich glaube, dass man im Gefühl, dass das anspricht, das ist ja genau das, was ich sagen möchte. Ich glaube, dass es das ein und dasselbe Gefühl anspricht in der Wirkungsrichtung. Und ich glaube, allein die Idee, oder nicht glaube, ich bin davon überzeugt, dass allein die Idee von Integration ja immer ganz fest mit einer Vorstellung von Heimat oder dem, in das sich jemand integrieren soll, verbunden ist. Ich glaube, es hat nicht so viel mit Heimat zu tun unbedingt, sondern einfach damit, dass es jetzt nicht mehr genauso ist, wie es vor 3-4 Jahren war. Genau, und so. Das ist ja... Und also es ist einfach Veränderung. Genau, und diese Vorstellung des Status Quo, die kritisiere ich. Es ist ja gerade diese Studie jetzt auch veröffentlicht worden zum Thema, wer hat eigentlich Angst vor dem... Früher hat man gesagt, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Das kann man jetzt wunderbar übertragen, ne? Diese Studie ist ja jetzt veröffentlicht worden. Es kam natürlich raus, dass da, wo es die wenigsten Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die größten Vorurteile und Ängste herrschen. Also da hat man am meisten, wenn du es auf die Heimat beziehen willst, dann hat man da am meisten Angst vorm Heimatverlust, wo eigentlich fast niemand ist, der einem die Heimat wegnimmt, sondern das passiert im Kopf. Und man hat auch unter den Personen mit Migrationshintergrund rumgefragt, wie die das so sehen mit der neuen Zuwanderung. Und da kam ja auch raus, dass die türkischstämmigen Menschen, die schon lange hier sind, ein großes Problem damit haben. Und am allergrößten ist das Problem oder ist die Angst vor der neuen Zuwanderung bei den Spätaussiedlern, den sogenannten Spätaussiedlern. Und das finde ich eigentlich total interessant, weil gleichzeitig kam ja da auch raus, dass fast 70% der Bevölkerung in Deutschland eben keine Probleme sieht. Und deshalb, worüber wird da eigentlich die ganze Zeit geredet und warum wird da so intensiv drüber geredet? Weil eigentlich, offensichtlich haben die meisten Leute da eher kein Problem mit. Na, das würde ja so ein bisschen diese These unterstützen, die von einigen geäußert wurde, dass wir hier gar nicht so richtig über die, also zumindest in diesem Chemnitz-Zusammenhang, gar nicht unbedingt darüber reden, dass es so eine Ablehnung gegenüber irgendwelchen Flüchtlingen gibt, sondern eine Fremdenfeindlichkeit in dem Wortsinn, nämlich dass man nicht nur Leute, die anders aussehen, ablehnt, sondern auch solche, die eine andere Haltung haben und dass da auch noch so ein unausgegorenes DDR-Problem, was nie, also sozusagen nie wirklich angesprochen wurde, so eine Perspektivlosigkeit, die sozusagen so ein Nachwendeding ist, sich da auch noch mit ergeben würde. Also kein Fingerpointing, aber ich finde, Merkel ist schuld. Nein, also ich, also was das mich ist so FDP von dir gerade. Was mich sehr gewundert hat, 2015, als wir dann auch diese Bilder hatten, das gemerkt haben, jetzt kommen viele Leute ins Land. Was Frau Merkel ja gerne macht, ist, sie macht immer so das Notwendigste. Und redet auch nicht gern drüber. So. Und ich glaube, in dem Fall wäre es einfach und hätte vielleicht auch die Situation deutlich verbessern können. Also hinterher ist man immer schlauer, aber wenn man ein bisschen deutlicher gesagt hätte, okay, das ist jetzt eine Situation, die ist ungewöhnlich und die bewältigen wir jetzt folgendermaßen. Also nicht nur, indem wir sagen, wir schaffen das, sondern indem wir auch mal genau, und zwar immer wieder erläutern, wie schaffen wir das? Ja? Also was machen wir und warum muss auch bitte keine Angst haben? Und wie sind die Relationen? Wir sind nämlich übrigens, selbst wenn eine Million kommt, wir sind 80 Millionen, da ist, ne, wenn du es hier abzählst im Verhältnis, das sind nicht viele und so weiter. Also das hat mir total gefehlt, dass die Regierung da mal so ein bisschen eine vorwärtsgerichtete Kommunikation zugemacht hätte. Ich glaube, dass das nicht, natürlich hätte das nicht alle Leute mitgenommen, aber oder hätten nicht alle Leute gesagt, ja, jetzt habe ich keine Angst mehr vor Überfremdung oder irgendwas, ja. Aber, also ein paar hätte man damit bestimmt erreicht, ja. Also durch nicht erklären macht man eigentlich meistens Sachen nur schlimmer. Ich möchte eigentlich bei genau diesem, was wir schaffen das, viel mehr beantwortet bekommen, was schaffen wir denn? Was war denn da zu schaffen? Wir konnten uns das mühelos erlauben. Es ist auch niemand, der, also wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, da kommen die Sozialdemokraten mit durch, denen es
dafür, dass wir ein sehr reiches Land sind, zu schlecht geht und deutlich zu schlecht und dass wir da ganz viele sozialpolitische Dinge machen müssten. Aber wir müssen doch nicht darüber sprechen, dass am Ende des Monats Karl-Heinz, Deutscher in der vierten Generation, war immer hier, dass dem 150 Euro netto genommen werden, damit die ein Geflüchteter aus Somalia bekommt. Das ist doch Quatsch. Das heißt, worum ging es denn bei dem Schaffen? Es ging darum, dass da jemand Fremdes reinkommt. Und genau dieses Fremde ist doch verbunden mit, wir haben offensichtlich diesen Status quo, den wir ganz toll finden, und wir empfinden es als Bedrohung, dass uns dieser Status quo genommen wird. Und ich finde, das ist eine ehrlichere Frage, als von Merkel zu verlangen, dass sie damals hätte, und von die Augen davor zu verschließen, dass es eben auch in Chemnitz und auch davor und danach nie eine Rolle spielte, ob das Geflüchtete sind, sondern ob es Leute sind, die nämlich nicht deutsch aussehen, in deren Logik. Aber ich frage mich halt eben, was sich seit 2015 jetzt, also nach dieser, und bitte die Anführungszeichen mitdenken und mitlesen, bei dieser Flüchtlingsschwemme, was hat sich denn seitdem, Dankeschön, was hat sich denn seitdem verändert? Also ich bin seitdem eigentlich nicht auf der Straße jetzt, vielleicht bin ich auch schon zu alt oder sehe nicht Deutschfrau deutsch genug aus, das kann ja sein, aber ich bin noch nicht von Flüchtlingen jetzt angegrapscht worden. Ich muss nicht Arabisch irgendwo sprechen, ich kann unverschleiert auch auf die Straße gehen. Aber was sich seitdem tatsächlich verändert hat, ist, dass die Burschenschaftler bei mir in der Nähe vom Haus dann auch gerne mal stehen bleiben und einen Hitlergruß machen, weil Menschen mit einer dunklen Hautfarbe im Haus wohnen und auch schon gegen das Auto von der Frau, die bei uns im Haus wohnt, uriniert haben. Und das machen die irgendwie. Also am Wahlabend standen die vor diesem Auto und haben dagegen gepinkelt zum Beispiel. Und solche Sachen, und dass immer mal so Parolen gerufen werden, wenn die so bei uns vorbeigehen oder so. Also das ist mir aufgefallen, dass Diskussionen ganz anders geführt werden. Aber wie gesagt, weder habe ich jetzt Vollverschleierung noch Arabischpflicht bei mir. Also dieses Rechtsaußen, das ist bei mir richtig angekommen. Vielleicht bin ich da in einer komischen Blase, wie man immer behauptet, aber die Flüchtlingswelle, mich hat eher eine rechte Welle überrollt. Was ja mich auch so ein bisschen immer konsterniert ist, also ungerechtfertigterweise, aber sind jetzt alle, also große Teile der Bevölkerung, also irgendwie angefasst und haben jetzt irgendwelche Ängste, irrationale, und die AfD ist jetzt die zweitstärkste Partei, aber das passiert ja alles unter zwei Rahmenbedingungen. Erstens, die Wirtschaft ballert auf allen Rohren, die Arbeitslosigkeit fällt und fällt und fällt und alle sagen, oh, jeder Flüchtling, der kommt super, ja, wir brauchen die alle, ja, weil wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Und trotzdem ist das so. Und das Zweite ist, das muss man ja also auch mal sagen, wenn man von wegen historischen Analogien, das letzte Mal, als hier so ein Irrer an die Macht gekommen ist, der war rhetorisch ganz gut und der hat es geschafft, die Leute zu fesseln. Aber wenn ich mir jetzt so das Führungspersonal der neuen Rechten angucke, das sind schon alles ziemliche Flitschen. Also da ist jetzt, wenn da jetzt einer auftauchen würde, auch Herr Höcke, so ja, also Herr so, Höcke ja. Wäre es gerne, aber Herr Höcke ist, also mit dem hat ja früher auch keiner gespielt, ja, aber wenn da jetzt mal einer auftauchen würde, der jetzt so eine Haider-mäßige Smartness hätte, dann aber, ich meine, gute Nacht Katrin, ja, das ist, also, und wenn dann gleichzeitig die Wirtschaft, und wir sind jetzt im Szenario, wo eigentlich die Rahmenbedingungen sehr positiv sind und trotzdem. Da fehlt ja nicht noch ein dritter Punkt, dieser historische, oder von den Zahlen her, wir haben ja eine Kriminalität, die so niedrig war wie seit 30 Jahren nicht mehr. Wir haben eine Aufklärungsquote, die, da hätte man in den 90ern noch von geträumt. Das ist ja sozusagen, ich glaube, die Bedingungen sind sogar noch, naja gut, aber wir haben ja noch die Außenwelt, die mal auch nicht vergessen. Also ich meine, du hast jetzt Beispiele genannt, die sind jetzt eher innerpolitische oder innerdeutsche Sachen. Ja, da sind wir wieder bei dem, wir müssten eigentlich über andere Sachen reden und wir reden immer eigentlich nur über ein Problem, was nach den Umfragen und nach den wirtschaftlichen Rahmendaten, die du so eben nanntest, eigentlich gar keins ist und auch nicht in Bezug auf zum Beispiel die Kriminalitätsentwicklung, die ja da immer herangeführt wird. Also die ultimative Wutkurve machte sich ja vor allen Dingen an den gefühlt starken Kriminalitätsausbrüchen fest. Ja, aber ich frage mich, wie das zu dieser
Faktenignoranz. Also ich meine, natürlich war die Menschheit nie so, dass sie gesagt haben, oh prima, Fakten, Statistiken, gebt mir mehr. Man hat sich immer Märchen erzählt und hat immer irgendwie eher geglaubt, was die Nachbarin erzählt hat, als das, was in der irgendwo schwarz auf weiß stand. Es ist jetzt auch, glaube ich, gerade ein Buch rausgekommen, ich habe es nur im Radio gehört, nach dem Motto 400 Jahre USA, hat da jemand so ein Sachbuch, das, 400 Jahre Fantasy, also ich glaube, das Buch heißt Fantasyland. Ich habe kurz was darüber gehört, es klang ganz interessant, wo es darum gehen soll, wie kann das eigentlich passieren, dass mit solcher Faktenignoranz dann so ein Präsident gewählt werden kann. Und genau das, oder so ein Problem haben wir ja auch hier, das mit den gefühlten Wahrheiten, das mit dem, wir werden alle desinformiert und nur der Kopfverlag hat die richtigen Bücher oder nur in... Hast du mal über diese Konferenz vom Kopfverlag? Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Also solche Sachen, wo kommt das, wieso? Wieso sind die Menschen, ist das Ersatzreligion oder was? Also ich fürchte, das müssen wir uns auch mal langsam fragen. Naja, ich meine, die Fake-News-Debatte, werden sich ja viele erinnern, die hat ja eine gewisse Genese. Die ist ja eigentlich in der letzten Legislaturperiode, hatte die ja so ein bisschen den Höhepunkt, kurz vor diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ne? Und ich glaube aber, dass diese aktuelle Maßenkrise, da sieht man ja diese Realitätsverweigerung auch relativ gut. Und auch mit welcher Selbstverständlichkeit wir anerkennen, dass jemand, ein hoher politischer Beamter, keine Fakten nennen muss, sondern erstmal über die Boulevardpresse spricht, was ich schon nicht normal finde, aber und dann aber in seiner schriftlichen und mündlichen Rechtfertigung keine Fakten hinzufügen kann, sondern zugeben muss schriftlich und mündlich, dass er keine Erkenntnisse hat. Aber dennoch wird es als politisches Argument ja wahrgenommen. Also das ist ja eine, du hast es glaube ich eher eine Trump-Anwandlung gemacht, diese Fakten ignorieren. Für mich ist es ja eher so ein, man verlangt gar nicht mehr, dass eine belegbare Argumentation gebracht wird, sondern man erkennt an, dass es auch eine Meinung sein kann, selbst von jemandem, dessen Beruf Informationssammeln sein sollte. Na, das, nee, das allein bei ist, Herrn Maaßen? Nein, es geht ja Hand in Hand. Also auf der einen Seite wird dann geplärrt, zeigt mir doch mal Zahlen. Wenn ihr das und das behauptet, dann zeigt man Zahlen, dann heißt es, die können nicht stimmen, weil ich empfinde das anders. Also habe ich oft genug erlebt, also es geht schon Hand in Hand. Ich weiß es nicht, warum das gerade wieder so eine Hochzeit erlebt, dieses, wie ich mich fühle, muss richtig sein. Naja gut, aber vielleicht sollten wir mal, mir ist das ein bisschen zu negativ. Wir versuchen mal mit Krise weglachen. Naja, weglachen wird nicht gehen, aber ein paar Ideen können wir schon mal entwickeln, oder? Also ich meine, ihr könnt jetzt hier nicht mit der Ausrede kommen, wir arbeiten literarisch und fixen das damit. Nee, so nicht, ne? Also wir brauchen mal ein paar ordentliche Vorschläge. Ich habe meinen Vorschlag vor 20 Minuten gebracht und wurde dafür eigentlich von allen Seiten zu Recht auch kritisiert. Ich mag das, wenn... Paradigma. Hatte der was mit der SPD zu tun? Oder? Nein, ich meine, dass wir uns mal ehrlich fragen, ob da nicht doch auch noch ein Rest Patriotismus ist und ein Rest nicht kritisch sein gegenüber einer Idee, einer einen Nation und wen die eint und mit wem die dann jemanden eint und wie die geschichtlich gewachsen ist und wie wir uns in den letzten Jahrzehnten auch eigentlich ganz gut in die Tasche gelogen haben. Und das ist mit Sicherheit nicht ansatzweise die Antwort auf alles, aber ich glaube, es ist ein besserer Weg, sich selber mal in seinem eigenen Weltbild zu hinterfragen, als die ganze Zeit seit Jahren panisch vor der Rechten und ihrem Narrativ zu stehen und zu sagen, schwierig. Wir haben ja tatsächlich, du hast ja völlig recht, wir haben ja großes Glück, dass die AfD keinen guten Redner hat, keinen smarten jungen Mann im Janker, der daherkommt und sagt, hey, ich sehe auch noch gut aus. Aber ich verstehe jetzt wirklich nicht so genau, worauf dahin, also ich bin jetzt so die Generation, die zusammenzuckt, wenn sie Schwarz-Rot-Gold irgendwo sieht. Weil das gehört sich, das ist irgendwie Kacke. Und also ich bin aus der Generation, bloß kein Nationalbewusstsein haben, weil das gehört hier nicht hin. Und Europa ist eine prima Sache und eigentlich sind wir alle Weltbürger. Ja, das hat sich total geändert. Ja, aber ich bin halt nun mal diese Generation, deshalb verstehe ich die ganze Zeit nicht, wenn du Heimat sagst. Es prallt bei mir so am Ohr ab. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Ja, ich glaube, das Problem davon ist, dass es bei vielen einfach am Ohr, bei mir auch. Also ich glaube, es gehört einfach nicht zu unserem Weltbild. Also wir sind jetzt unterschiedliche Generationen. Ich nehme das so wahr, dass es in meiner Generation nicht ansatzweise irgendwie kritisch reflektiert wird, wenn da Tausende wirklich die Nationalhymne singen und auch auf jemanden, der in Gelsenkirchen geboren ist, einprügeln, weil er die Nationalhymne nicht singt, weil ist der überhaupt einer von uns? Das sind alles Dinge, die werden total unreflektiert gemacht in meiner Generation.
Und ich glaube, dass das einfach dazugehören muss, dass man all diese Denkhaltungen und Posen und Situationen kritisch hinterfragt, weil was sollten wir denn sonst kritisch hinterfragen, wenn nicht uns selbst? Sollen wir jetzt unser Deutschsein kritisch? Ich verstehe es immer noch total. Nicht. Ja, total. Das Deutschsein, okay. Die Idee des Deutschseins, dass es da etwas gibt, in das man sich integrieren soll. Ja, total. Ja, ja. Ja. Junge, wilde Menschen aus dem Internet. Also ich würde da mal die, also ich habe das natürlich auch gelernt, dass es also einfach eigentlich fast ganz schmutzig ist, wenn man eine Deutschlandflagge irgendwie, also überhaupt nur verstohlen anguckt. Also das ist so diese westdeutsche Nachkriegs Wir hatten in der DDR Habitus. Auch Antifaschismus. Ja, ja, ja da, gut, da waren ja alle Antifaschisten. Aber im Westen waren es nur 80%. Also ich bin mir da nicht sicher, ob ich dir da zustimme. Also die Frage ist ja, wenn du dir Amerikaner sind jetzt gerade so ein schlechtes Beispiel, aber ich mach's trotzdem. Es kann eben auch gerade in einem Land, in dem sehr, wie wir es jetzt auch sind, wo sehr viele Leute aus verschiedenen Ecken des Globus kommen. Ja? Da sind auch so ein paar Germanen, die immer schon hier waren, aber in Amerika sind ungefähr fast alle von nicht da. Das sind nur noch genau. Ganz wenige. Aber die haben durchaus in ihrem Patriotismus ein verbindendes Element. Und das ist eher ein, oder war zumindest in den guten Zeiten eher so ein Verfassungspatriotismus. Ja? Das ist natürlich, also ich wehre mich einfach ein bisschen dagegen zu sagen, wenn die Arschlöcher von der AfD ja, die Deutschlandfahne schwenken, dann ist inzwischen mein Impuls eher, dann möchte ich sie ihnen lieber wegnehmen, möchte ich sie lieber selber schwenken. Weil das ist auch meine. Ja? Das ist ja mein Land und auch alle Symbole, die irgendwie für dieses Land stehen, genau wie auch aller öffentliche Raum, den die versuchen zu okkupieren, den will ich denen wieder wegnehmen. Und dazu gehört auch die Verfassung, dazu gehört auch die Flagge, dazu gehört auch der hässliche Reichstag, was auch immer. Und ich glaube, dass du mit dieser einfach sehr, tut mir leid, also sehr linken Position, so einer extremen... Also mit so einer extrem antinationalistischen, antipatriotischen Position, da fängst du nicht viele Leute an. Ich glaube auch viele von den Leuten, die in den letzten Jahren hierher gekommen sind, die wollen auch gerne bei der Weltmeisterschaft eine Deutschlandflagge schwenken. Und die wollen auch gerne in der Weise dazugehören. Und das ist einfach so. Das muss man nicht mögen, aber wenn man mal realistisch ist, hat, glaube ich, einfach der Großteil der Bevölkerung kein Problem mit dieser Flagge. Nein, aber wir müssen ja ganz deutlich unterscheiden zwischen, ich finde die Verfassung prima, stehe ich dazu, ich finde es super, dass ich diesen Pass habe, finde ich auch gut, ich möchte mir nicht Schwarz-Rot-Gold irgendwo umbinden oder aus dem Fenster hängen, weil, wie gesagt, so bin ich aufgewachsen, das ist irgendwie für mich weiterhin befremdlich, kriege ich nicht aus mir raus, überhaupt Flaggen aber auch schwenken. Kein so richtiger Grund, oder? Lass mich mal, ich bin noch nicht. Schwarz-Rot-Gold, mit Flaggenschwenken allgemein tue ich mir schwer, sagen wir es mal so, weil nämlich, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich mir damit, oder zu dem anderen Punkt, die Leute, die jetzt nämlich die Flagge schwenken aus der Rechtsaußenrichtung, die schwenken sie, und ich zitiere Caroline Sommerfeld, weil sie Deutsche sind und alle anderen sind, ich zitiere sie, Fremdkörper, die niemals Deutsche sein können. Und da habe ich ein ganz anderes Verständnis von Deutschland. Und halt dieses Verständnis von Rechtsaußen ist halt für mich mit der Flagge vermutlich verbunden. Gut, kann man jetzt darüber diskutieren, wie das ist mit der Flagge und mir, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Grundsätzlich finde ich das wichtig, dass wir diese Verfassung und den Demokratiezustand, den wir haben, den müssen wir dringend verteidigen. Das ist ganz, ganz wichtig gegen die von rechts außen, weil die wollen das nicht haben. Die wollen Flagge schwenken und nur noch, dass alle schön weiß sind und vierte, fünfte, sechste Generation und am besten noch Arier-Nachweis. Ich meine, Sommerfeld hat es ja ganz deutlich gesagt und ich denke, dass da spricht sie ja nicht nur Herrn Kubitschek und Ähnlichem mit dem Ethnopluralismus oder wie sie das nennt, aus dem Herzen. Und das ist ja, das ist so mein Flaggenproblem. Heimat ist da, wo man wohnt. Ich wollte auch eigentlich nur ein Gedankenexperiment in den Raum werfen, mal drüber nachzudenken, was es mit einem macht, ob das vielleicht so belastend ist und so anstrengend, zu sagen, es ist einfach alles deutsch, was hier ist.
So, und es gibt darüber hinaus nichts, was damit verbunden wird, weil ich halte, natürlich sind wir uns da einig, wir finden die Verfassung ganz toll und wir sind stolz auf dieses System und die Demokratie, aber das ist ja nicht die Voraussetzung, die an Deutschsein gebunden ist, weil dann wäre jeder zweite AfDler, jede zweite AfDlerin kein Deutscher, nachdem es geht ja doch, es hat ja immer einen Herkunftsaspekt und es geht einfach nur darum, sich zu überlegen, kann man sich nicht genau wie diese rechten Spinner sich doch diesen Begriff, der uns allen, wie du richtig sagst, gehört, genommen haben, kann man sich den nicht nehmen und da genauso eine Bedeutung drüber stülpen und zu sagen, geil, das hier ist alles Deutschland und da, wenn morgen was anderes passiert, ist das Deutschland, das tut uns nicht weh. Aber das machen, also ich dachte, das hätten wir die ganze Zeit gemacht. Ich finde nicht. Naja gut, ursprünglich war ja, ich wollte ja so langsam in die Schlusskurve einbiegen und meine ursprüngliche Frage ging aber schon ein bisschen in die Richtung zu sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Also das war so ein bisschen eine Zeitgeistanalyse und ich glaube, es ist ziemlich klar rausgekommen und auch nicht so furchtbar neu. Ich meine, das ist ja eine Debatte, die wir länger führen, was gerade so das Problem ist. Und wie uns die Diskurshoheit am Ende abhanden gekommen ist. Und also wer sozusagen auch die Sprache, in der wir politisch und auch in den Zeitungen kommunizieren, verändert hat. Definitiv in Richtung rechts. Wer das nicht merkt, ist irgendwie, braucht man eine Zeitung kurz von 2014 aufschlagen, dem wird das sofort auffallen. Und wie weit das reingeht in die, sag mal jetzt, Presse der Mitte, nenne ich sie jetzt mal allgemein, die jetzt nicht dem rechten Spektrum zuordnen will. Die Frage ist immer noch, ja, was machen wir denn jetzt? Also, das Ergebnis würde mich sonst sehr wenig befriedigen und wer, wenn nicht ihr, hättet ordentliche Antworten darauf? Diversität zeigen, immer und überall und wo es geht. Nicht den Rechten... Ich war fertig. Nicht den Rechten hinterherrennen, also weder sprachlich, was schon passiert, noch, dass man Energie investiert, um diese gesteuerten Shitstorms auf Politiker und Politikerinnen, dass man da einfach keine Zeit investiert, sondern weiter sich selber eine Agenda aufbaut, die man nach vorne bringt. Also, dass man, ich habe heute mit einer Politikerin aus Bayern telefoniert, die gerade seit 2 Tagen nichts anderes macht, als Kommentare blocken und keinen Wahlkampf macht, weil einfach wirklich gesteuert aus ganz Deutschland Tausende und Zehntausende Kommentare und Hassmails kommen, dass so gut es geht, einfach selbst eine Agenda setzen. Und weiter an einem linken Narrativ arbeiten, das es schafft gegen das Rechte. Willst du noch einen draufsetzen? Beim linken Narrativ lacht die FDP. Also ich war auch schon mal autonomer Antifa Pinneberg, ja. Also aber opportunistisch, das passt doch zu. Ja, genau, das passt auf jeden Fall. Das passt auf jeden Fall auch zur FDP, ja. Aber ich glaube vor allem auch, ich bin da auch sehr gespannt, jetzt zum Beispiel wieder bei der Buchmesse, ich glaube, es wird da hoch hergehen, man muss diesen Typen schon überall entgegentreten. Das heißt nicht, dass man jedes Gefecht, in das sie einen verwickeln wollen, mitmachen muss, aber die müssen immer wissen, wir sind auch hier, wir sind mehr und es ist, du kannst dich hier hinstellen mit deiner blöden AfD-Flagge, aber es ist unangenehm. Es ist wahnsinnig unangenehm. Und es werden auch alle wissen und alle deine Nachbarn werden wissen, in was für einem Idiotenverein du bist. Und also so ein bisschen soziale Kontrolle und Peer-Pressure, weil mit Argumenten kannst du sowieso nicht, ja, aber ein bisschen mehr Druck so auf der Straße würde ich mir wünschen. Na, das sind doch immerhin schon mal Ansätze von Ideen, nicht wahr? An denen wir uns orientieren können. Wir werden die Buchmesse abwarten. Ihr wisst ja, das ist nicht mehr viel. Ich habe da auch so meine Befürchtungen. Ich denke, wir werden weiterhin einen scharfen Blick auf den Minister, der eigentlich für unser politisches Innenleben zuständig wäre und zu all dem ja nichts sagt, zumindest nichts in irgendeinem Sinne, was vielleicht von dieser Flüchtlingskrise mal ablenken könnte. Ich glaube, wir müssen da alle ordentlich zumindest dazu beitragen, dass der öffentliche Diskurs in eine Richtung geht, die wir alle wollen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch dreien selbstverständlich und auch beim Publikum für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr vielleicht für Nachfragen für das Publikum auch noch zur Verfügung steht. Dankeschön.